Beatronic. Um einen Timer für die Motorlaufzeit zu erstellen, erstellen wir erstmal einen virtuellen Schalter mit dem Plus-Symbol. Die Bezeichnung ändern wir mal auf Motor an für den virtuellen Schalter. Bestätigen. Jetzt wird der Geber gesucht. In diesem Falle suchen wir den Funktionsausgang für den Motor und haben jetzt als Geber den Motorstick. Hier kann ich wunderbar probieren, wann der Schalter geschlossen oder offen ist, indem ich den Stick einfach bewege. Der Wert ist auf 0%. Wir brauchen, geben wir mal minus 92 ein, sodass der Timer wirklich auch startet in dem Moment, wo ich den Gashebel und den Motor quasi anlaufen lasse. Im Anschluss kann der Timer erstellt werden, auch wieder mit plus einen neuen Timer hinzufügen. Den Timer nennen wir auch Motor an. Kurz bestätigen und hinten im Setup erfolgt die Konfiguration. Wir gehen einfach auf das rote Symbol bei Stopp, das reicht in diesem Falle, gehen auf den virtuellen Schalter, da ist er, Motor, und haben ihn jetzt quasi hinterlegt. Mit dem Stick können Sie jetzt sofort wieder probieren, ob der Schalter funktioniert, der virtuelle Schalter und hier der Timer oder nicht. Bei mir ist es leider verkehrt rum. Das heißt, ich muss den virtuellen Schalter invertieren, sodass, wenn der Motor aus ist, der Timer steht und wenn der Motor läuft, der Timer zurückläuft. So, hier kann man alles nochmal kontrollieren. Im Reset-Fall logischerweise muss ich einen Schalter zuweisen. In diesem Falle nehme ich meinen Taster, den ich dort oben links habe. Habe ihn so automatisch durch Betätigen hinzugefügt und probiere jetzt alles nochmal durch. Taster funktioniert, Reset funktioniert, Start, Stopp funktioniert auch, Motor läuft, Stopp funktioniert, wenn ich den Motorstick ganz nach unten ziehe. Und ich kann jetzt einen Countdown einstellen. Und zwar nehme ich hier mal 8 Minuten. Alarmende soll logischerweise bei 0 sein. Und komm her. 60 Sekunden vorher soll er mich informieren. Als Alarmtyp nehme ich Sprache und in diesem Falle Vibration, weil mein Sender auch ein Vibrationsmodul drin hat. So, damit bin ich hier fertig, gehe raus, kann jetzt noch in meinem Startbildschirm diesen Timer mir anzeigen lassen. Einfach Timer, diesen Motor an, den ich ja gerade eingestellt habe, und ich gehe wieder raus auf den Startbildschirm und sehe hier, es funktioniert. Bewege ich jetzt mein Gaspedal, sodass mein Motor läuft, läuft automatisch auch der Countdown runter. Beatronic.